gesehen, wie sehr die Leute den Strand lieben. Und ich weiß warum. Er ist das perfekte Freizeitziel. Ich denke, dass Menschen, die ihre Zeit am Strand verbringen, auch andere Naherholungsgebiete erreichen sollten. Oh, also quasi eine Wanderroute zu den schönsten Fleckchen. Ja, ganz genau. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Plus Simulator. Wir starten heute mit der nächsten Aufgabe. Und zwar müssen wir Seaview, Timber Ridge, Coyote Bush und Gold Island miteinander verbinden. Na dann. Island, Island in. Island in. So. Warte mal. Gute erstellen wollte ich haben. So. Quarry, warte mal, wo ist denn das? Es gibt Shops Roadside Service. Das Café, genau. Mit mindestens einer Route. Bin es Seaview, Timber Ridge, Coyote Bush und Good Island. Timber Ridge. North Madison Drive, West Forest Road. West Forest Road. Timber Ridge und Seaview, ne? Seaview Beach. Wo liege ich jetzt drin? Doch. Haben wir. Perfekt. Gut, dann brauchen wir noch einen Zweitag und die 4 Sterne müssen wir auf diese Route stellen. Dann ist es eigentlich relativ easy erledigt, diese Mission. So, Route wählen. Nehmen wir die Route 36. Nehmen wir mal jetzt fahren. Nehmen wir den hier. Oder nehmen wir die hier. Dann haben wir es eigentlich schon. Ich hoffe, dass ich es dann ohne Probleme jetzt hinbekomme. Die Bushaltestelle kann sogar schon wieder ausgebaut werden. So, auf geht's. So, die nächste Haltestelle ist Chuck's Motto Roadside Service. Die ganzen Wanderbrüster machen mir ein schlechtes Gewissen. Ich sollte mich wirklich mehr bewegen. Ja, das war immer gar nicht so schlecht. Ich spreche da so ein bisschen aus Erfahrung. Das ist ein bisschen enge hier alles, aber das kriegen wir schön hin. Wie gesagt, wir sollten 4 Sterne zusammen. Tut mir leid, ich komme etwas später. Nein, nicht wegen dem Bus. Ich musste noch meine Haare waschen. Bis gleich. Okay. Gott sei Dank, da bin ich jetzt nicht schuld. Ich mag Gold Island nicht, es ist alles ein bisschen eng, aber ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Wie gesagt, wir brauchen nur die 4 Sterne, also den Zeittag und die 4 Sterne zufriedenheit und dann hätten wir sogar schon die Aufgabe gelöst. Ach, guck mal, da kommt er schon. Moin. Der Kollege war schon da. Immer ein bisschen den Schwung mit hier. So, ist es so richtig jetzt, wenn ich jetzt hier drauf fahre? Ja, ne? Ja. Perfekt. Super. Also die Mission ist ja locker in einer Folge erreichbar. Ja, ich weiß aber auch nicht, wie viel wir noch haben, wie viele Folgen, wie viele Missionen wir überhaupt noch offen haben. Ich habe im Internet keine Liste finden können, wo wir einmal kurz alle Missionen angeschlagen sind, damit ich ungefähr weiß, wo stecke ich gerade hier in Seaside, nicht in Seaside Valley. Ach, komm jetzt gar nicht drauf. So, beim letzten Mal Besuch, den wir hier hatten, konnten wir ja tatsächlich nicht weiterfahren. Da mussten wir hier nämlich geradeaus weiter. Aber jetzt scheinbar ist es okay.
Wie gesagt, ich hoffe, dass wir die 4 Sterne ohne Probleme hinbekommen, sonst müssen wir sie nochmal fahren. Es kann aber sein, dass es halt, wie gesagt, heute eine etwas kürzere Folge ist, weil nur. Weil diese Route ja nur. Im Idealfall fahren wir diese Route locker ohne Probleme hier. Mit 4 Sternen und dann schaffen wir den Zahltag. Ich vermute aber, dass wir sie noch ein zweites Mal fahren müssen. Aber ist dann halt. So, ist natürlich schön. So, nächste Haltestelle ist die, das Wurzeit-Service. Das ist bestimmt so ein Imbiss oder was auch immer, so ist so ziemlich beliebt. So, nehmen wir mal. Mal aus. Ja, in den Tag, da kriegen wir doch locker hin. Guck mal, wir haben die Straße doch voll. Und jetzt ist auch übrigens alles auf Deutsch. Durch das. Ups. So wie ich das heimlich eingeplant hatte. Leider ein bisschen Verspätung auf der Uhr. Aber das ist nicht schlimm. Wir sind ja eh nur 4 Haltestellen heute. West Forest Road heißt die nächste Haltestelle. So, ich mache mal jetzt bewusst gerade hier kurz einen kleinen Halt, weil da ist auch mal irgendwie eingepennt. Hier ist meine Fahrkarte. Ist der kleine Otterstempel nicht so niedlich? Fahrkarte. Ich zeige Ihnen meine Fahrkarte, aber nicht anfangen. Hier ist die Fahrkarte. Sie kommt direkt in meine Sammlung. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Hier, bitte. Na klar, hier, bitte. Oh, ziemlich. Habe ich die alle eigentlich? Stehen die noch? Okay, ich habe tatsächlich alle. Es sind keine Mitfahrende ohne gültigen Fahrschein dabei. Damit wir ein bisschen korrekt sind. Für mich sind es aber auch Schwarzfahrer, das hat auch nichts mit der Hautfarbe zu tun, um Gottes Willen. Ich sehe es schon immer so und. Ja, meiner Meinung nach wird auch immer alles so heißen, wie es ist. Genauso wie auch die Zigeunersoße so heißen wird. Immer schon hieß, die Serie heißt sie, glaube ich, nach. Was war das? Paprikasoße? Ungarische Art oder sowas hieß das, glaube ich, heißt das jetzt, glaube ich, offiziell. Da sind ja so andere Diskussionen dabei. Meiner Meinung nach ziemlich unnütz, weil ich glaube, wir haben momentan wichtigere Sachen anzugehen als irgendwelche Benennungen von irgendwelchen Lebensmitteln oder Gegenständen oder was auch immer. Und ja. Deswegen. Ja, war schon immer so. Wird schon immer so sein. So, Kreisverkehr. Zwei gegeneinander. So, da kommt der nächste Kreisverkehr direkt hinterher. Die Vorfahrt gewähren, weil im Kreisverkehr ist er ja. Im Idealfall kriegen wir es jetzt sogar schon beim ersten Mal hin. Aber wie gesagt, mal schauen. So, West Forest Road. Und dann haben wir noch Sea View Beach. Dann haben wir schon hinter uns. Ich hoffe es zumindest. Ich habe natürlich jetzt bewusst nur diese kleine kurze Route hier genommen, um halt diese Mission abschließen zu können. Und das ist, glaube ich, auch der kürzeste Weg. Und warum stehst du eigentlich mitten auf der Straße?
Der hat aber schon mal kurz einer auf. Da steht mal kurz einer voll auf der Straße, ja. Wenn du da jetzt reingefahren wärst, dann hättest du wahrscheinlich die 20.000 in Strafe kassiert. Und das wollte ich jetzt eigentlich ungern riskieren. Wie viel haben wir denn noch? Ja, wir sind schon in der Verspätung drin, ne? Nein, das nicht. Oh, Alter! Meine Gott, ey! Ich hatte damit gerechnet, dass der vielleicht durchzieht, dass er wohl immer abbiegt, aber dass er dazwischen nochmal stehen wird. Oh, Kollege. Ich nehme mal gerade ein bisschen das Gas weg hier. Das ist ja die Haltestelle. Wir sind schon übrigens verspätet, ne? Aber warum auch immer. Sieht so weit weg. Oh, Alter. Was ist das hier? Und der Fahrgast hier. Moin, Chef. Tut mir leid. Hör mal deine Mucke aus. Alter, wir waren 2 Minuten Verspätung. Was ist denn das für eine Strecke? Also, beziehungsweise, ja klar, ich steige jetzt zeitlich, es ist egal, aber das kostet mir halt eventuell Sympathien, weil du halt schon immer zu spät bist. Ach, da vorne ist sie, okay. Ja, zu spät, das ist mir. Da ist der Zahltag. Fahrgast nicht mitgenommen? Warum hab ich den Fahrgast nicht mitgenommen? Ja, ich auch nicht. Diese neuen E-Busse sind so leise. Oder mein Hörgerät ist kaputt. 91.000. West Forest Road. So, dann müssen wir das richtig machen. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Danke. Gerne. Ja, ein Ticket einfach. Ach, halt. Einfache Fahrkarte. So, wenn wir das Ding jetzt auf 4 Sterne fahren, dann sind wir sogar durch. Dann haben wir es sogar geschafft. So, nächste Haltestelle ist Seaview Beach. Der Bus ist so praktisch. Gestern bin ich auf ein Käffchen zu meiner Freundin gefahren. Sie hatte auch Kuchen gebacken. Der war köstlich, sag ich. Margarete meinte, man muss einfach die Schokolade temperieren, aber ich habe in meinem Leben genug Kuchen gebacken. Ich weiß, dass die Frische der Eier entscheidend ist. Je frischer die Eier, desto besser der Kuchen. Der perfekte Kuchen ist fluffig wie eine Wolke. Hören Sie mir überhaupt zu? Ich habe Ihnen zugehört, ja, natürlich, klar. Vollkommen normal, ne? Es ist durchaus manchmal interessant, also was für Gespräche man so mitbekommt. Also, wie gesagt, für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin tatsächlich in Real Life auch Busfahrer. Ich spiele das Ding hier tatsächlich auch so ein bisschen zum Entspannen und ja, ich spiele meinen Job als Spiel, ja. Aber es ist durchaus mal interessant, wirklich was für Gespräche so die Fahrgäste haben, was man so mitbekommt.
Chef, du musst nicht jetzt hier stehen bleiben. Du kannst jetzt auch mal ohne Probleme weiterfahren. Dankeschön. Mein Gott. Man verspätet es immer schon, aber das wird das wahrscheinlich anrechnen. Er sagt uns jetzt, wir hätten schon eine halbe Minute da sein sollen. Ich weiß nicht, wo wir das hinkriegen sollen. Gerade bei den Straßenverhältnissen, die wir jetzt gerade haben, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, so schnell zu fahren. Ja? Ich hoffe ja. Wir müssen ja auf dieser Route oder auf so einer Route müssen wir ja die vier Sterne hinbekommen. Das reicht ja nicht, wenn wir sagen, hey, wir fahren die auf ein, wir knallen die auf eine Route, aber ich hoffe, dass das nicht. Das Problem, dadurch, dass da jetzt ein Berg, das kann ich ja nicht, jetzt nicht am Kollegen vorbei, weil ich die Linie ist dazu. Ach, die 28. Falscher Fahrer oder was ist da drin? Keine Ahnung. Er macht jetzt zu. Da ist ja aber alle voll, wenn da Leute schon drin stehen, aber. Es dauert ein ganzes Jahr, die Brücke zu streichen. Und dann fangen sie von vorne an. So geht das seit Jahren. Komm, dann machen wir es für die Zufriedenheit. Ja, genau, dann lauf einfach vor mir rüber. Wenn er mal so eine Pech gehabt hätte, hätte er jetzt mit dem Bus fahren müssen. Dürfen wir tatsächlich nicht. Wir dürfen jetzt hier keine Leute einfach irgendwo rauslassen. Okay, der fährt ein bisschen. Ach, wir brauchen gar nicht weiter zu ihm. Geradeaus. Sah ein bisschen sehr konventionell aus, wie der gerade abgebogen. Okay. So, letzte Haltestelle, die ist direkt dann Sichtweite mit über 3 Minuten Verspätung, wenn wir da ungefähr ankommen. Die heißt Sea View Beach. Jetzt haben wir mal die 4 Sterne, haben wir die Mission sogar schon in einer Folge hinbekommen. Wir müssen unbedingt mal nachts zum Leuchtturm. Ja, das sind immer die nervigen Sachen, sind immer dieses Aufwerten auf 3, wenn du gerade neue Stadtviertel freigekommst. Haben wir hingekriegt auf 4 Sterne? Das ist toll. Ich verstehe immer besser, warum die Leute in ihrer Freizeit Busse nutzen. Die Menschen nutzen in ihrer Freizeit Busse mehr denn je. Wusstest du, dass die lokale Basketballmannschaft bald in den Finals steht? Das Spiel wird in unserem Stadion ausgetragen. Und ich freue mich so drauf. Ich wusste gar nicht, dass du dich für Sport interessierst. Ich nicht, Schatz, aber die Leute. Es werden viele Besucher kommen, die alle das Spiel sehen wollen. Und sie müssen irgendwie ins Stadion gelangen. Oh, stimmt. Wir bauen am besten sofort unser Streckennetz nach Valley Springs aus. Okay. Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Da sehen wir uns wieder. Cool. Wir sind in Transit Terminal Pine Street. Das ist eine Route für das. Ach, das ist auch ohne Probleme eigentlich tatsächlich, die Mission in eine Folge zu kriegen. Sag mal, oder? Stadium-Werbung. Fahrrad bis zu 2% mit Stadium-Werbung. Okay, auch das ist kein Problem. Das kriegen wir alles in eine Folge wahrscheinlich sogar hin. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Bus Simulator 21. Und dann geht's weiter mit. Auf geht's, Team!